bitte. Kann ich eine Quittung haben? Eine Quittung. Und 5 Mark zurück. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte ein Telegramm aufgeben. Das soll ein Telegramm sein? Ja. Telegramme sind kurz. Das da nicht, das ist lang. Das heißt, so lang nun auch wieder nicht. Da passt ja nur ganz wenig drauf auf so ein Formular. Das kostet ein Vermögen. Das geht leider nicht anders. Die Sache ist ja auch irgendwie sehr wertvoll, wissen Sie? Na schön. Es ist Ihr Geld. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich kann nicht mehr essen. Ich weiß nicht, welcher Wochentag heute ist. Nein, niemals hätte ich gedacht, dass ein Mensch so leiden kann. Ich weiß nicht ein, ich weiß nicht aus, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Alter Jammerlappen. Wenn ich doch nur wüsste, was ich lachen soll. Was? Machen soll. O du meine über alles Geliebte, o du mein Rosenblatt, meine Schneeflocke, mein buntes Blatt im Wind. Dicker geht's wohl nicht. O du mein Duddelchen, du. Doch, es geht noch dicker. O du mein Sternenstaub. Sternenstaub finde ich schön. Ich liebe dich, ich brauche dich. Ich kann ohne dich nicht sein, Männer, aber selber. Ohne dich bin ich am Ende. Ich auch. Das macht dann 748 Mark. Ja. Bitte. Danke. Wie viel? 748 Mark. Was war denn das für ein Idiot? Tja. Unglaublich. Tja. Die Welt wird immer verrückter. Ja. 748 Mark für ein Telegramm. Na ja. Irgendwie ist er... ein Spinner. Verliebt. Hä? Verliebt. Was? Er ist verliebt. Und deshalb schickt er ein Telegramm für 700 Mark. 748. Leute gibt's. Mann, oh Mann. Habe ich auch erst gedacht. Aber dann habe ich gedacht, wenn man verliebt ist. Möchtest du noch ein Bier? Auch heute wieder unser super Angebot für das Wochenende. Holsteiner Rinderschmorbraten aus Garantie. Verzeihung. Sie sind es. Entschuldigen Sie bitte. Nehmen Sie die. Die sind genauso gut, aber billiger. Danke. Aber Geld spielt für Sie ja wohl keine Rolle. Wenn Sie wüssten. Diese hier? Ja, die. Heute unser Top-Sparangebot. Holländischer Maigouda, 100 Gramm, 1 Mark. Fräulein Herbst, bitte Kasse füllen. Sie hat nicht reagiert. Nein? Nein.
muss irgendwas falsch gemacht haben. Ich habe gedacht, so ein Telegramm... Das muss doch Eindruck machen. Ja. Hat es aber nicht. Nein, hat es nicht. Irgendwas mache ich falsch. Ah ja? Haben Sie eine Ahnung, was? Ich? Sie haben es doch gelesen. Na, hören Sie mal. Haben Sie doch, müssen Sie ja. Natürlich, aber es gibt sowas wie Schweigepflicht. Ich bin bei der Post, ich bin Beamtin. Ja, sicher, aber Sie haben das Telegramm doch... Ich habe es durchgegeben, aber nicht gelesen. Jedenfalls nicht so, wie Sie sich das vielleicht vorstellen. Ich bin nicht neugierig, falls Sie das meinen. Nein, das meine ich doch auch nicht. Ich will ja nur... Ich will nur... Mein Gott, ist das so schwer zu verstehen. Einen Hinweis, einen Tipp. Ich muss was falsch gemacht haben. Und Sie als Frau könnten mir vielleicht sagen, was? Nicht als Beamtin. Als Frau. Ich hätte Ihnen auch nicht geantwortet. Nein? Nein. Und warum nicht? Weil Sie nur jammern. Sie sprechen nur von sich und wie schlecht es Ihnen geht. Als würden Sie sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, wie es ihr geht. Tatsächlich? Tatsächlich. Und Ihr Stil ist viel zu schwülstig. Oh, du mein Rosenblatt, meine Schneeflocke, mein buntes Blatt im Wind. Das ist zu viel. Viel zu viel. Und deshalb unglaubwürdig. Und wenn dann noch kommt, oh, du mein Duddelchen, du, das passt doch nun überhaupt nicht zusammen. Das eine klingt wie aus dem Gedicht, das andere wie aus dem schlechten Witz. Haben Sie sie wirklich so genannt? Dann war das vielleicht der Fehler. Um Gottes Willen, nein. Manche Leute geben sich die albernsten Kosenamen. Außerdem ist das Ihre Angelegenheit. Ich wollte damit nur sagen, es passt nicht zusammen, verstehen Sie? Schneeflocke und Duddelchen. Genau. Sternenstaub fand ich schön. Ja? Oh, bitte. Ach. Danke. Bitte. Danke. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Oh, fasse dich kurz. Ja. Benutzt du immer noch dasselbe Parfum und denselben Lippenstift? Färbst du dir immer noch die Haare blond? Jetzt fragt er gleich, ob sie immer noch mit dem Hintern wackelt. Trägst du dein wunderschönes blaues Kostüm mit dem Hut oder das rote Kleid mit den weißen Schuhen? Mein Gott, was der alles wissen will. Hast du Reisepläne? Jetzt will er bestimmt wissen, ob sie alleine fährt. Fährst du allein? Na bitte. Fährst du mit einer Freundin? Oh klar, Freund kann ja nicht sein. Oh, du mein Sternen. Staub, mein Mondstaub. Wie bitte? Mein Meteoritenstaub, mein Planetenstaub. Lass mich raten, gleich kommt mein Milchstraßenstaub. Mein Milchstraßenstaub. Du mein armer Kerl, du. Machen Sie die Tür auf, Kriminalpolizei! Er ist kürzer geworden. Wer? Hören Sie ihn, ist keine Schießerei. Der Verliebte. Welcher Verliebte? Der mit den Telegrammen. Ein Verliebter mit Telegrammen ist kürzer geworden? Was redest du für ein Stuss, Liebling? Entschuldige, Schatz.
Abteilung empfiehlt heute neuseeländische Kiwis für 29 Pfennig das Stück. Frische Guten Tag. Erdbeeren. Die 500 Gramm für 2,39 Mark. Sie hat wieder nicht reagiert. Das habe ich befürchtet. Also, ich habe Ihnen schon gesagt, ich übermittle die Telegramme. Was da drin steht, interessiert mich nicht, dann geht mich nichts an. Aber da Sie mich letztes Mal um Rat gefragt haben, privat meine ich, auf das Telegramm hätte ich auch nicht geantwortet. Von Frauen verstehen Sie offenbar herzlich wenig. Wie meinen Sie das? Ich hatte Ihnen gesagt, in dem Telegramm schreiben Sie nur von sich, als hätten Sie kein Interesse daran, wie es ihr geht. Und nun machen Sie genau denselben Fehler, bloß umgekehrt. Sie fragen, wie es ihr geht, und fragen, als wenn Sie ein Recht dazu hätten. Haben Sie aber nicht. Das Ganze wirkt neugierig und, verzeihen Sie, aufdringlich. Es hätte aber eindringlich sein müssen, verstehen Sie? Ehrlich gesagt, nein. Das habe ich befürchtet. Zum Beispiel, Sie erkundigen sich nur nach Äußerlichkeiten. Parfum, Lippenstift, Haarfarbe, das blaue Kostüm. Ja, das fand ich immer so schön. Es geht doch aber um mehr, um das Innerliche. Empfindung, Ausstrahlung. Ob Ihr Mund geschminkt ist oder nicht, ist ja nicht unwichtig. Aber wie lächelt sie? Das ist viel wichtiger. Wenn ich so ein Telegramm bekommen würde, ja? Dann würde ich mir denken, der weiß gar nicht, wie ich lächle. Und noch einmal, zeigen Sie doch ein bisschen Verständnis für sie. Vielleicht ist sie ja in einer dicken Krise. Nie werde ich vergessen, wie du lächelst, ob dein Mund geschminkt ist oder nicht, wie du beim Kaffee trinken deinen kleinen Finger spreizt, ob er lackiert ist oder nicht, wie du dir durch die Haare fährst, ob sie gefärbt sind oder nicht, wie du deine Hand an deine Wange legst, ob sie gepudert ist oder nicht, ich kündige. War er wieder da? Wer? Der Idiot mit den Telegrammen. Ach so, der. Ja. Und? Was und? Was hat's diesmal gekostet? 187 Mark. Mehr nicht. Ist er pleite? Ja, glaube schon. Aber mehr so seelisch. Frau Reimers, bitte 307. Na? Frau Reimers, bitte 307. Nichts. Darf ich Sie mal was fragen? Ja, natürlich. Warum fahren Sie nicht einfach zu ihr? Billiger wäre es auf jeden Fall. Ja, wissen Sie, das hatte ich am Anfang, als sie weggegangen war, auch überlegt. Fahr doch einfach hin. Aber dann hatte ich Angst. Wovor, weiß ich gar nicht genau. Vielleicht, dass sie mir die Tür vor der Nase zumacht. Oder dass ihr neuer Freund die Tür aufmacht. Ja. Und jetzt? Hat sich was geändert? Na ja, ehrlich gesagt, ich finde, sie hätte schon antworten können. Ich meine, wenigstens einen Brief oder eine Postkarte. So viel hätte sie doch für mich übrig haben können. Und wenn sie nur schreiben würde, dass ich das lassen soll mit den Telegrammen. Kränkt sie das? Ich glaube ja. Dann sind Sie auf dem Wege der Besserung. Sie gewinnen Ihr Selbstbewusstsein wieder. Finden Sie? Ja, finde ich. Wie ist sie denn so? Blond. Sie meinen das natürlich anders. Ja, wie soll ich sagen? Na ja, lebenslustig, zurückhaltend, burschikos, sanftmütig, gesellig, eine Einzelgängerin, bedächtig, spontan. Tja, sie war eigentlich von allem ein bisschen. Ah. Ist Ihnen aufgefallen, was Sie gerade eben gesagt haben? Ich habe gefragt, wie ist sie? Und Sie haben geantwortet, sie war. Tatsächlich.
Das ist mein letzter Versuch. Haben Sie sich das auch gut überlegt? Die Frau, die ich kennengelernt habe, ist charmant und sehr sensibel. Aha. Jetzt versucht das mit der Eifersuchtsnummer. Als ich mit ihr zum ersten Mal sprach, da war mir klar, das ist die Frau, die ich näher kennenlernen möchte. Sie hat etwas, das es selten gibt, Verständnis und Einfühlungsvermögen. Sie muss eine sehr, sehr liebe Frau sein. Eine Frau voller Wärme, bei der man sich ganz und gar geborgen fühlen kann. Mit anderen Worten, die Traumfrau. Am liebsten würde ich sie fragen, ob sie mit mir ins Konzert gehen würde. Na, dann tu's doch. Am liebsten würde ich sie fragen, ob sie mit mir ins Konzert gehen würden. Ob sie mit mir ins Konzert gehen würden. Mit mir ins Konzert. Schönen Feierabend. Schönen Feierabend, Frau Bolze. Ja, Ihnen auch, Herr Piller. Das macht dann 80 Mark. Das Telegramm? Die Karte fürs Konzert. Das bringt Glück. Konzert. Ist doch erst 3:30. Ich muss mich doch ein bisschen darauf vorbereiten, Schätzchen. Das braucht seine Zeit. Sagen Sie bloß, Sie gehen wieder zu Ihrem Schlagerfuzzi. Genau. Und ich sitze für 80 Mark in der ersten Reihe. Ätzend. Merken Sie sich mal eines, liebe Kollegin. Frank de Winter hat mehr goldene Schallplatten als all Ihre lausigen Punkbands zusammen. Tschüss. Frank de Winter. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. Und jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, nach 3 Jahren. Thank you.
ein Kostüm, deine Mädels kommen gleich. Die Mädels? Mach du das für mich. Hm? Na, ich. Das war früher anders. Bitte, meine Damen, Sie können jetzt nicht in die Garderobe. Haben Sie bitte Verständnis dafür? Bitte, einen Moment Ruhe, ja? Ich bin der Manager. Frank lässt Sie alle besonders herzlich grüßen. Er bedankt sich natürlich besonders für die schönen Blumen während des Konzerts. Aber, meine Damen und Herren, er ist absolut erschöpft. Haben Sie bitte Verständnis dafür? Aber, meine Damen, trotzdem hat er sich für Sie etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar... Hier sind 10 Umschläge. 9 davon sind Gutscheine für seine neueste CD, die Sie wahrscheinlich schon alle haben. Aber es macht ja nichts, da können Sie ja einem anderen eine große Freude damit machen. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt der Punkt. In einem dieser Umschläge ist eine persönliche Einladung. Eine persönliche Einladung von Frank de Winter zu einem schnuckligen kleinen Abendessen in einem Glasrestaurant. Meine Damen, ich bitte Sie. Arsch und Zwirn. Das werden Weiber zu Hyänen. Oh, kennen wir uns? Wir haben uns doch schon mal gesehen, oder? Schon möchte ich. Ja, und wie, kein Interesse an einem kleinen Abendessen mit unserem großen Meister? Doch, würde ich wahnsinnig gerne. Aha, aber? Deswegen verliere ich doch nicht gleich die Kontenance, wenn man sich als Frau so aufführt. Also da habe ich Gott sei Dank kein Verständnis für. Wir sehen uns. Ich finde, dass Ihnen das sehr gut steht. Zu festlich. Und wer ist damit? Zu verspielt. Was genau suchen Sie denn? Also, ein Kleid für einen festlichen Anlass. Aber nicht so übertrieben. Es muss ein bisschen was hermachen. Soll aber nicht so aussehen, als hätte ich mich extra für den Abend aufgerüscht. Aber trotzdem was Besonderes sein. Genau. Ich glaube, jetzt habe ich was für Sie. Wie wär's denn damit? Wunderschön. Das probiere ich an. Genau das ist es. Was soll das denn kosten? 1230 Mark. Wie bitte? Designermode. Ach, Designermode. Ja, nee, also... Nee, das muss ich mir noch ein bisschen überlegen. Gern. Hallo? Ja, ich komme runter. Guten Abend. Schön, da sind Sie ja schon. Guten Abend. Sehen Sie, und schon habe ich das erste Problem. Ich habe Ihren Namen noch nicht behalten. Können Sie auch nicht, den habe ich Ihnen ja noch gar nicht gesagt. Wie dumm von mir. Ich bin die Orna Toren. Können Sie sich leicht merken. Großes T und kleine Ohren. Das ist ja reizend, das ist bestimmt nett. Bitte kommen Sie. Großes T und kleine Ohren, bitteschön. Darf ich Ihnen Frau Reuter vorstellen? Großes R? Und kleine, wie bitte? Ja, guten Abend. Ja, Frau Reuter ist bei der Goldenen Frau, Hochadel, Star, natürlich Frank de Winter. Und das ist unser Fotograf, René. Guten Abend. Ja? Ich dachte eigentlich,
ich sollte mit Herrn de Winter heute Abend ganz alleine essen. Ja, das werden Sie auch. Lassen Sie sich doch durch uns nicht stören. Heute gehört Frank Ihnen ganz allein. Der René schießt ein paar Fotos, Frau Reuter schreibt ein bisschen mit. Sie sind doch sicher sehr aufgeregt, nicht? Es geht. Na ja, wenn man den Star trifft, den man seit einigen Jahren anhimmelt, dann hat man doch sicher weiche Knie, oder nicht? Um ehrlich zu sein, habe ich keine weichen Knie, sondern ziemlichen Hunger. Entzückend. Ach, Sie meinen, das wird ein ganz normaler Abend, sowas mit Freunden? Wenn der hier so weiter blitzt, kann es kein normaler Abend werden. Also, wir planen eine etwas größere Geschichte, sowas wie der Star und sein Fan. Sie waren doch noch in keiner Zeitung mit Foto oder so. Lass Sie sich doch mal nicht vertun. Als Plattenberg und Söhne 75-jähriges Betriebsjubiläum hatte, war ich groß im Hamburger Abendblatt mit Foto neben Herrn Plattenberg Junior als eine seiner wichtigsten Mitarbeiterinnen. Stand da, schwarz auf weiß. Na, was sagen Sie jetzt? Entzückend. Endlich, da bist du ja. Friede, warte. Kinder, bitte um Vergebung. Ich wurde aufgehalten. Wir haben uns ohne dich auch schon köstlich amüsiert. Frau Reuter, kennst du ja, das ist Frau Thoren, großes Tee und kleine Ohren. Also, ich bitte Sie. Ich bin die Arne. Freut mich. Was trinkt ihr? Wie immer. Wie schön, dass wir uns endlich kennen. Ja. Prost. Ja. Ja, ich bin. Prost. Ja, wie fahrt ihr? Hoffentlich kommt das Essen bald. Ich habe nämlich ziemlichen Hunger. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Vor lauter Aufregung? Nee, weil bei Plattenberg und Söhne die Kantine geschlossen ist. Fingers best. Fingers best. Lachs-Tatar auf lauwarmem Schwarzbrot. Moment mal, habe ich was verpasst? Ja. Siehst du mit ihm? Ja. Mein lieber Scholli, ist ja ein Hammer. Die hat's ja faustdick hinter ihren kleinen Ohren, ne? Mhm. Ich habe mir den Abend mit ihm ganz anders vorgestellt. Ach, wie denn? Na ja, nicht so viel Shishi und Getue. Irgendwie reeller. Reeller? Ja. Können wir da kurz mal anhalten? Hol uns doch Der Champagner ist doch hier viel zu teuer. Sie sind mein Gast. Unsinn, der schmeckt Ihnen doch gar nicht. Den trinken Sie doch bloß, weil Sie müssen. Ich weiß doch, was Sie privat am liebsten trinken. Stimmt's oder habe ich recht? Sehr aufgeräumt. Ich sag Ihnen, das macht nichts. Geben Sie die Dinger her. Machen Sie sich's bequem. Ich habe gestern Brathäringe eingelegt. Brathäringe. Dafür wäre ich sogar zu Fuß gekommen. Weiß ich doch. Und warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Sie sind ja auch so mitgekommen. Und dazu gibt's Bratkartoffeln. Was? Sie können Bratkartoffeln? Na klar. Das eben, das war doch richtiger Nepp. Gerade eben. So eine Silberglocke und darunter ein Fingerhut zerhackter Lachs.
Da steht man doch hungrig wieder auf und zahlt dafür auch noch ein Schweinegeld. Nee. Das Ganze ist irgendwie nicht, real. Genau. Es muss immer alles reell sein im Leben. Plattenberg und Söhne zum Beispiel, die sind reell. Zufriedene Kunden gibt es nur, wenn man reell kalkuliert, sagt der Junior immer. Das ist überhaupt das Wichtigste im Leben. Kaffee-Käse-Ehen sind reell und haben Niveau. Tja, stimmt. Wo haben Sie denn den Schnack her? Das stand doch hier immer früher an den Bussen. Stimmt. Ich kann nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so gute Bratheringe gegessen habe. Oh ja, doch, doch. Vor 10 Jahren. Im St. Peter-Ording. Prost. Prost. Da war ich mit Vera, nachdem wir in Hamburg Wenn Teenager träumen aufgenommen hatten. Dann war es nicht Vera. Wieso? Als Sie Wenn Teenager träumen aufgenommen haben, waren Sie von Vera schon getrennt. Da gab es bereits die Französin. Stimmt. Aber nur kurz. Ich fand ja auch, dass sie nicht zu Ihnen passte. Damals haben Sie in der Morgenpost gesagt, diesmal sei es für immer. Diana, habe ich zu mir gesagt, das kann nicht gut gehen. Steinbock und Widder. Tja, und so war es dann auch. Das wissen Sie noch? Das habe ich längst vergessen. Wann war das genau? Frühjahr 86. Sie scheinen mich ja besser zu kennen als ich mich selbst. Männer sind doch so vergesslich. Außerdem, wer kennt sich schon selber? Da haben Sie recht. Oh. Pardon. Sagen Sie, würde es Ihnen was ausmachen, wenn ich mich ein bisschen auf die Couch zurückziehe? Überhaupt nicht. Ich habe einfach zu viel gegessen. Oder zu viel getrunken. Meine Leberwerte sind nämlich nicht mehr die besten. Ja, ich weiß. Das macht mir ziemliche Sorgen. Na, Sie sind gut. Da füllen Sie mich mit Korn ab. Sie sollen sich doch wohlfühlen. An unserem gemeinsamen Abend. Ich fühle mich wohl, Diana. Sau wohl. Darf ich? Bei mir dürfen Sie alles. So, nun gibt das noch ein frisches Bier. Vielleicht habe ich ja auch einen kleinen Intus. Ich traue mich nämlich jetzt was. Frühjahr 86. Wenn Teenager träumen, es küsst sie ein Mann. Das ist für sie schöner als der schönste Roman. Noch schöner als Kino und heiße Musik. Denn Teenager träumen so gerne vom Glück. Es scheint heute genauso, so wie früher zu sein. Wenn Teenager träumen, große Damen zu sein. Du. Dass ich das noch erleben durfte. Sie haben für mich gesungen. Für mich ganz allein. Ich finde Sie sehr sympathisch. Ich Sie auch. Aber das ist ja nichts Neues für Sie. So was hört ein Star wie Sie ja jeden Tag. Von den Fans. Ich weiß nur, dass Sie mich erst seit heute kennen. Aber ich liebe Sie schon seit 20 Jahren.
Kommen Sie. Ich zeige Ihnen was. Mein Schlafzimmer. Bisschen übertrieben. Oh, wie man's nimmt. Mein letzter Bekannter, der arbeitet auch bei Plattenberg und Söhne in der Buchhaltung, der fand das auch ein bisschen übertrieben. Den Mann kann ich verstehen. Der wollte mit mir nur noch ins Hotel. Und sowas mache ich nicht. Ich gehe doch nicht in der eigenen Stadt in ein Hotel. So weit kommt's noch. Ja, da musste ich mich dann von ihm trennen. Oh, das tut mir leid. Muss ihm nicht leid tun, der war sowieso verheiratet. Jetzt habe ich noch eine große Bitte. Sagen Sie ja? Ich weiß ja gar nicht so recht, was Sie von mir wollen. Sagen Sie ja. Nee. Wenn Sie meinen, ja. Ich würde sehr gerne ein Foto von Ihnen machen. Hier? Ja. So in Socken? Ja. So sind sie mir sowieso lieber als im Smoking. Wobei Männern ein Smoking ja steht, kann man nicht anders sagen. Ja, aber dann müssen Sie unbedingt mit aufs Bild. Oh ja. Das sind doch diese modernen Dinge. Haben die einen Selbstauslöser? Das hier. Ja. Haben Sie auch ein Stativ? Nee, das habe ich noch nicht. Moment. So. Nee. Und Sie kommen hierher. Ja. Noch ein Bild. Ja, vor das Bett. Hm? Ein bisschen noch? So, ja. Und jetzt sagen Sie Dienstag oder Spaghetti? Dienstag? Nein, nicht Dienstag. 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 Ja. Dienstag. Oh, noch eins zur Sicherheit. Gerne. Danke. Schönste Abend seit langem. Und ich werde ihn bestimmt nie vergessen. Ich auch nicht. Ah. Sie werden ihn vergessen, wie Sie alles andere vergessen haben. Bestimmt nicht. Vielen Dank. Meine Damen, das nächste Lied widme ich einer Frau, die ich kaum kenne. Dafür kennt sie mich umso besser. Ich weiß, dass sie heute Abend hier ist. Sie bedeutet mir sehr viel.
wie ein Mädchen fing es an, dass die Zauberfee sang. Wer von euch noch träumen kann, hört sich die Geschichte an. Denn wer junge Liebe kennt, weiß, wie schnell ein Herz verbrennt. Oh, bleib, bleib bei mir, Diana. Ich war 18 Jahre kaum, sah Dianas Bild im Traum, träumte da ich so allein. Könnte sie doch wirklich sein, träumte von ihr fast ein Jahr, weil sie schön wie Mutter war. Oh, bleib, bleib bei mir, Diana. Ich frag Wolken, ich frag Bäume, ob ich wache oder nach ihr, oh, komm zu mir, oh, 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 oh. Ob sie wohl mein Rufen hört, meine Sehnsucht ihr fehlt. Denn so ist es ja im Leben oft, dass man sich das große Glück erhofft. Drum wäre es ein Traum.